Lea, was willst du denn eigentlich? Hallo, liebe Bücherwürmer. Heute möchte ich mit euch mal so ein bisschen über das Thema Erwartungshaltung an Büchern sprechen. In letzter Zeit habe ich mich nämlich häufig gefragt, warum beispielsweise so Jugendbücher nicht mehr richtig bei mir ankommen. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe Jugendbücher ja immer noch und lese sie total gerne. Aber manchmal sind Themen einfach super ausgelutscht und es wiederholt sich ständig. Oder es gibt beispielsweise immer wieder das gleiche Liebesdreieck, was ja kein Liebesdreieck ist, weil die lieben sich ja nicht alle gleichwertig. Also versteht ihr, was ich meine? Bestes Beispiel ist ja bei Twilight mit Jacob, Edward und Bella. Oder Tribute von Panem mit Gale, Katniss und Peter. Und ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Figuren immer gleich sind. Es gibt eine super schüchterne Protagonistin und dann einen Typen oder ein Mädel, das dann so ein bisschen tougher ist und die Protagonistin dann so rausholt aus ihrer schüchternen Mausfassade. Und das langweilt mich einfach nur noch zu Tode. Aber dann dachte ich mir so, ja, Lea, was willst du denn eigentlich? Weil der Markt ist so riesig und es gibt so viel. Deshalb habe ich mir mal so eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die ich mir mehr von Büchern wünschen würde. Ich hätte gerne mehr so Buchfiguren, die auch ein bisschen mehr meinem Alter entsprechen. Und gerade so in dem Bereich, was ich gerne lese, ist es nicht so easy, weil die meisten halt nicht Anfang, Ende 20 sind. Die Figuren sind halt meistens gerade 16 oder kommen halt gerade aus der Schule raus. Und damit kann ich persönlich mich gar nicht mehr identifizieren. Ich will aber halt auch keine Stories lesen von Leuten, die Ende 20 sind und mit Kind und Hund zu Hause hocken. Also versteht ihr, ich will trotzdem diese coolen Settings aus den Jugendbüchern haben. Nur eben auch mit älteren Figuren, die halt nicht die Probleme haben, wie die Kids, die gerade aus der Schule kommen. Und das ist eigentlich halt auch schon der Punkt, weil sobald die Figuren älter werden, geht es ja schon hart in die Belletristik über und das ist halt einfach auch nicht so mein Ding. Es soll einfach frech bleiben und jung und wild und gleichzeitig aber trotzdem Themen aufgreifen, die mich halt interessieren und die sich nicht unbedingt um Probleme in der Schule oder die erste Liebe drehen. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür, was ich mir bei Büchern wünsche, ist von Hank Green ein wirklich erstaunliches Ding. Weil hier ist die Protagonistin auch einfach was älter und der Ton ist einfach auch ein bisschen derber. Aber die Story hat gleichzeitig so Sci-Fi-Elemente bzw. so magischen Realismus. Es geht da halt um April, die ist 23 Jahre alt und die lebt in New York. Und eines Tages entdeckt sie auf der Straße von New York so einen riesigen Roboter. Und sie ruft dann ihren besten Kumpel an, der soll vorbeikommen. Und die beiden drehen ganz spontan so ein Video mit diesem Roboter, der sich nicht bewegen kann und nichts machen kann. Und sie stellen das dann online und das Ganze geht viral. Also sie wird von heute auf morgen ein Superstar und dann nennt sie diesen Roboter Karl. Und die stellen dann alle fest, dass auf der ganzen Welt überall so Roboter erschienen sind. Und es ist halt die Frage, woher kommen die? Deswegen diese magische Realismus bzw. Sci-Fi-Elemente, weil sind es Aliens oder was wollen diese Karls? Und was mich hier so besonders daran interessiert, ist einfach die Aktualität des Themas Social Media, weil hier geht es ganz klar darum, was machst du, wenn du von heute auf morgen quasi wegen nichts in Anführungszeichen berühmt wirst? Der Titel ist bei Bold erschienen und ich habe so das Gefühl, dass Bold das hinbekommt, was ich einfach gerne lesen möchte. Bold ist Ende Februar durchgestartet und das ist ein Imprint von DTV. Die machen ja beispielsweise Bücher wie die von John Green und eigentlich ist ja genau das, was ich lesen will, halt nur ein bisschen für Ältere. Vielleicht bin ich deshalb auch so ein bisschen begeistert von dem Programm, weil ich halt das Gefühl habe, dass die das genommen haben, was sie sowieso schon gerne als Basis verkaufen und dann geguckt haben, okay, wie kriegen wir denn die Leute zwischen, sagen wir mal, 20 und 35 dann auch mehr zum Lesen. Und daraufhin habe ich mir dann auch mal so ein bisschen das restliche Programm von Bold angeguckt. Zum Beispiel ist da auch von Michael Voss erschienen, so sieht es also aus, wenn ein Glühwürmchen stirbt. Puh, was für ein Titel. Und in dem Roman geht es um zwei Freunde namens Viola und Leon, die sich plötzlich näher kommen. Und Viola findet das dann so erschreckend, weil sie irgendwie Angst hat, dass sie möglicherweise auf jemanden reinfallen könnte, dass sie ihre Klamotten packt und einfach abhaut. Und für Leon ist das eigentlich so die Erfüllung seiner Träume. Und klar macht er sich Sorgen, dass Viola jetzt auf einmal verschwunden ist. Viola hat allerdings alle Spuren von sich gelöscht komplett. Und naja, Leon gibt nicht auf. Er will einfach herausfinden, warum sie weg ist und warum die beiden nicht einfach zusammen sein können. Und ich glaube, dass dieses Buch halt genau so eine Intensität hat, wie ich mich damals bei den John Green Büchern gefühlt habe. Nur, dass mich das halt jetzt nicht mehr so richtig catcht, weil die Figuren einfach noch so jung waren damals. Was ich an dem Buch außerdem sehr cool finde, das ist quasi aus zwei Perspektiven geschrieben. Einmal sie
Und dann einmal mal sehen, ob ich es jetzt finde. Wahrscheinlich nicht. Eher. Und ich hoffe natürlich, dass mich dieses Buch dann auch so packen kann. Ein Buch aus dem Programm, das ich auch total spannend finde, ist Love Her Wild, Gedichte und Notizen von Atticus. Und das habe ich tatsächlich auch schon gelesen, obwohl das eigentlich was ist, was ich normalerweise wahrscheinlich nicht lesen würde, weil es ist wirklich einfach nur so ein Gedichtsband. Allerdings ist es so schön aufgemacht, also es gibt eigentlich auf fast jeder Seite eine Fotografie oder eine schöne Zeichnung, eine schöne Illustration und irgendwie war das was richtig Besonderes. Das Buch ist sozusagen in drei Abschnitten eingeteilt, einmal in Love, wo es hauptsächlich um Liebe geht, dann in Her, wo es immer um eine andere Person geht und Wild ist so ein bisschen alles Mögliche. Ich finde es zwischendurch echt ein bisschen kitschig, es war mir zwischendurch ein wenig too much, aber es hat mir trotzdem wieder gezeigt, dass das total gut in diese Buchkategorie einfach passt. Und für mich war diese Erfahrung, mal was Neues zu lesen, auch einfach sehr positiv. Weil ich halt normalerweise immer Romane lese und eher selten so Gedichte oder Notizen oder sowas eben in die Richtung. Und es war total erfrischend und dann dachte ich mir nur so, ja, genau davon hätte ich gerne mehr. Im März erscheint dann da auch noch ein Thriller von Tess Sharp, der nennt sich River of Violence. In dem Titel geht es um ein junges Mädchen namens Harley und der Vater von ihr ist ein Drogenbaron. Ja, und sie sieht das erste Mal, wie er jemanden tötet und wird aber gleichzeitig im Laufe der Jahre in ihrem Leben in diese Gang eingeschleust. Und auch wenn sie das nicht so gut findet, was ihr Vater macht, macht sie halt trotzdem mit und der Vater bekommt irgendwann Konkurrenz und Harley muss sich dann zwischen dem entscheiden, was ihr halt wichtig ist. Dieses System oder ihre Familie oder eben ihre Freiheit. Ja, ich bin halt einfach kein Thriller-Fan, deswegen habe ich mir den auch noch nicht so genauer angeschaut. Ich finde, es klingt aber trotzdem noch mal ein bisschen was anderes als so typische Thriller, weil hier halt eine Frau im Vordergrund steht, die eben auch schlimme Dinge tut. Und normalerweise ist es ja immer so in Thrillern, dass es irgendwie der Kerl ist, der halt in solche Fänge gerät und dann sich heroisch daraus kämpft. Und deswegen bin ich da auch schon sehr auf die ganzen Rezensionen gespannt, um mal dann so ein bisschen zu hören, ob mich dieser Thriller vielleicht doch noch ein bisschen mehr anspricht. Ich weiß, dass auch noch ein Titel von Colleen Hoover dabei ist. Der soll ein bisschen anders sein. Der erscheint auch im Frühling. Aber Colleen Hoover ist eh nicht so das, was ich halt generell lese. Aber mal gucken, vielleicht kann mich der Titel ja sogar auch noch begeistern. Ich würde halt jetzt tatsächlich erstmal sagen, dass ich mir die Bücher aus dem Programm noch ein bisschen genauer anschaue und auch mal überall reinlese. In Hank Green habe ich schon reingelesen. Und ich habe euch ja auch gesagt eben, dass ich von Atticus das Love Her Wild schon gelesen habe. Ja, und ich glaube, dass es ziemlich cool werden kann mit DTV Bold. Wenn ihr dazu dem Programm ein bisschen mehr erfahren wollt, dann könnt ihr euch auf www.readbold.de informieren. Und auch vielen Dank an Bold fürs Zusenden der Rezensionsexemplare. Was würdet ihr euch denn so an Büchern oder neuem Lesestoff mal wünschen? Ich hoffe ja, dass Lina Dunham vielleicht nochmal ein Buch schreibt. Das wäre so die Erfüllung meiner Buchwünsche. Und ich hoffe halt, dass gerade so im Jugendbuchbereich einfach mal ein bisschen was Neueres ausprobiert wird und man da eben nicht mehr so auf diese alten Muster sitzt. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ich bin Lea von Libreriarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Libreriarium und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Bücherwürmer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe aus, hätte ich einen Schlabbersack an. Habe ich aber gar nicht. Vielleicht nochmal ein vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr. Ein gutes Beispiel dafür, was ich mir halt bei Büchern wünsche. Es soll einfach kein Liebesdreieck ist, weil die lieben sich ja alle nicht. Mikrotest, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Figuren sind da halt meistens gerade 16.